Bums. Oh. Was ist das denn? Jetzt wird's wirklich creepy. Gut, ja. Und du machst nichts, ne? Ne, gut. Was? Wie? So? Scheiße. Ich hätte mich nicht erwischen lassen sollen. Nein! Quit. Scheiße. Okay, 9. Müssen wir aufwachen. Was ist mit ihrem Kopf los? Nee. Weg will sie auch nicht. Scheiße. Was? Ich will speichern. Hallo? Es ist Tag. Kannst du vielleicht auch... Hallo? Wieso... Wieso guckt die... Beweg mal deinen Kopf richtig, Mädchen. Hallo? Dann gehen wir einfach mal schlafen. 3, 2, 1... Sind wir wieder hier. Würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und lassen uns diesmal nicht erwischen. Die Frage ist nur, wo müssen wir wieder lang? Gehen wir mal unten lang. Vielleicht ist es kürzer oder so. 36, 800, irgendetwas da. Ah, hier ist diese lange Zahl. Genau. Gehen wir mal nach oben. Da waren wir ja, glaube ich, auch schon 4. Ich glaube, aus dem Gang sind wir gekommen, da oben. Auf jeden Fall, wenn man Blut untersucht, wird man wegteleportiert. Das ist gut zu wissen. Vielleicht gibt es hier noch was anderes. Ich könnte jetzt auch irgendwie den RPG-Maker anschmeißen, mir die ganzen Maps angucken. Oh! Was bist du denn jetzt schon wieder? Hallo! 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 Hört er nicht. Da unten ist schon wieder was. Ich glaube, da kommt man nicht hin. Alter, diese Welt ist... Oh, noch eine Tür. Ich war da, glaube ich, aber nicht. Also zumindest... Nee, da kommt man sogar nicht hin. Da oben, also diesen komischen Raum da. Hallo, gehst du vielleicht weg von der Wand, von der Tür? Ich will da rein, hallo. Oh, verpiss dich. 88, nee, da oben waren wir. Das ist jetzt scheiße, dass wir auch nicht speichern konnten. Weil wenn wir gar nicht speichern können, ist es noch beschissener. Dann werde ich wahrscheinlich den Spielstand nachstellen müssen. Ja, wiederherstellen und so. Was ein bisschen zeitaufwendig wäre, glaube ich. Aber bisher... Ich habe mich irgendwie auf mehr... gerade eingestellt. Vielleicht kommt's noch. Also. War jetzt die Tür. Ich glaube, ich muss weiter nach links. Ah, trotzdem nicht nach rechts. Ah! Linker Gang. Hä? War hier nicht vorhin? Ah, nee, das ist was anderes. Ja, hier sind wir richtig. Da unten dürfen jetzt die Betten sein. In der Tat, genau. Ach, dieses Tapsen auch. So, und deine Schwestern lassen wir jetzt mal in Ruhe, du Scheißvieh. Ich glaube, dann sollten wir auch darauf achten, dass wir immer so ein bisschen bei den... Oh Gott. Bewegen sich auch so scheißen schnell. Severed head.
Also abgeschnittener Kopf. Fuck off! Fuck off! Verpisst euch! Ich habe keinen Bock mit euch zu tun zu haben! Ah! Hier noch. Ah! Geh weg! Geh von mir weg! Ah, scheiße! Fuck off! Oh Gott! Ich wusste, dass sowas noch kommt! Ah! Arschloch! Jetzt lass mich rein! Geht doch. Immer schon. Become a severed head. Oh Gott. Was ist das denn? Was war das denn gerade? Können wir damit rumlaufen dort? Sind wir denen jetzt egal, oder? Abgetrennter Kopf. Ah! Oh, scheiße. Huh? Oh, das ist super. Schön, also, pff, ne? Ich kann mich auch gar nicht bewegen. Ja, wachen wir mal auf. Ah, diesmal können wir speichern. Na gut. Routing, please wait. Schon steht hier was? E2. Aha, gut. So. Können wir nicht benutzen, ne? Irgendwas 5 drücken war ja. Oh? Hallo? Ach so. Ja, als abgeschnittener Kopf rumlaufen. Das ist echt schön, ja. Die Frage ist, ob es noch was anderes dort gibt. Das ist alles so groß. Ich würde sagen, wir gehen da noch mal kurz hin. Ich würde vielleicht pro Aufnahme eine so eine Welt schaffen. Die Frage ist, wann schafft man so eine? Wann ist so eine Welt geschafft? Gut, auf jeden Fall kann man zurückgehen. Hier oben gab es ja auch so ein Viech. Vielleicht reagiert es, wenn ich als abgeschnittener Kopf rumlaufe. Hallo! Oh Gott, ist das lang. Langsam. Hallo! Nö, doch nicht. So, dann werden wir wieder normal und gehen nach unten. Und weiß ja nie. Da gab es ja auch diesen einen. Diese eine versperrte Tür. Vielleicht ist da noch etwas. Haben die Zahlen eine Bedeutung? Das ist. Ich meine, ich bin kein Autist, ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die da sofort. Die das sofort sehen und. Es macht Klick und. Die wissen sofort. Das ist eine Binärzahl. Oh, Tür! Hm? Schön, ja. Ich würde sagen, ich gehe einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus und natürlich laufe ich gegen eine Laterne. Schön, also ist eine Menge los hier, ne? Sind wir wieder hier? Einmal rundherum gelaufen, na super. Ich glaube, so im Großen und Ganzen gibt es hier genau gar nichts. Na dann mal schauen. Musik ist auch ganz nett. Muss ich schon sagen. Schon wieder? Vielleicht von hinten? Nö. Ich habe auch Angst, dass ich irgendwie, wenn ich zu weit laufe, vielleicht muss ich so. Einen Moment, ich gehe mal noch mal kurz zurück zur Tür und laufe dann diagonal. Dass ich wenigstens so in vier Richtungen. Eins, zwei. Dass ich dann am Ende sozusagen in zwei.
vier Achsen sozusagen alles abge... oder in vier Linien alles abgesucht habe. Oh. Ah, du mit Laterne. Nein. So. Ich meine, dass man auch so ein gewisses Gebiet dann abgesucht hat. Aber es wäre zu einfach... Ganz ehrlich, bis ich dann hier rumlaufe und bis ich dann wieder die Tür finde. Alter, nee, da habe ich auch nicht so die Nerven. Oh. Hier ist was, hier ist was, hier ist was! Ich muss... Eine Tür. Hä? Da ist was. Kommt man da hin? Nee. Seltsam, seltsam. Gehen wir mal weiter irgendwie. Wahrscheinlich finde ich jetzt nicht mehr zurück zur Tür. Natürlich relativ anpisst. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, Tür. Komm ich da raus? Ah, hier wieder. Ist das auch immer die gleiche Tür? Das ist jetzt die Frage. Also wenn ich jetzt hier rumlaufen würde und wie ich das eben gerade gemacht habe, einfach bin ich langgelaufen, rechts oder links, oben oder unten, bin ich ja jeweils zu der Tür wieder gekommen und dann bei diesen, bei dem Binärcode. Hallo? Bei dem Binärcode wieder rausgekommen. Halt! Oh, Lampe. Become a lamp. Whee! Scheiße, ey. Also was so wirklich das Ziel ist, kann ich hier jetzt nicht sagen. Es müsste ein... Hätte man einen eigentlich... Ach so, hier schon wieder. Aber hä? Moment, warte mal, wir sind da runtergelaufen. Sind da vorbeigekommen. Das muss dann irgendwie... Entweder muss irgendwo so ein Teleportereignis sein... Also beim RPG-Maker konnte man Teleportereignisse einbauen. Das bedeutet, man hat sich einfach irgendwo hin auf eine andere Karte teleportiert oder auf der Karte selbst hat man sich irgendwo hin teleportiert. Um halt Übergänge zu schaffen zwischen einzelnen Maps. Entweder das oder der Entwickler war wirklich. Dem Entwickler war wirklich so langweilig. Warte, was passiert, wenn ich jetzt. Nein. Theoretisch. Ach, nee, doch nicht. Sonst hätte ich gedacht, dass man vielleicht als Laterne rumläuft.